Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat Oktober. Wie ihr am Thumbnail vielleicht schon gesehen habt, ist die Leseliste doch etwas eskaliert. Wir nähern uns ja so langsam dem Ende des Jahres und alles, was ich noch dieses Jahr lesen möchte, wird sich jetzt in die letzten Monate reingestopft werden und ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht so richtig entscheiden, welche Bücher ich jetzt weglassen sollte oder priorisieren sollte. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich packe das einfach alles auf die Leseliste und nehme dann das, wo ich dann zu dem Zeitpunkt die meiste Lust drauf habe. Dann habe ich halt noch so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten und der Rest, weil ich das garantiert nicht alles schaffen werde, schiebe ich dann einfach auf den nächsten Monat und so geht es dann wahrscheinlich bis Dezember weiter. Ein bisschen Urlaub habe ich tatsächlich auch im Oktober, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da im Oktober jetzt tonnenweise Bücher lesen werde, weil einfach auch andere Sachen noch anstehen. Aber ich zeige euch einfach jetzt die Bücher. So, wer mein Sub-Challenge-Video gesehen hat, wird auch mitgekriegt haben, dass mir auch die Sub-Challenge schon zwei Bücher beschert hat. Und zwar zum einen Barney, Kettles bewegte Bilder von Kate Goldie aus dem Königskinder Verlag. Da geht es eigentlich um einen kleinen Jungen und ich glaube ein kleines Mädchen, die Filme drehen und die wollen wohl irgendwie einen Film über die Nachbarschaft drehen oder kommen dann irgendwie dazu, diesen Film zu drehen. Ich bin sehr gespannt, wie das so sein wird. Ich hatte von Kate Goldie schon ein Buch gelesen, das war glaube ich die Anarchie der Buchstaben oder sowas. Da ging es halt um Alzheimer und ich denke, hier wird es wahrscheinlich auch noch tiefergreifende Themen drin geben. Weiß ich aber noch nicht, aber ja, da freue ich mich trotz allem drauf, aber auch das ist nicht so dünn, ist halt nicht so dick, aber so dünn halt auch nicht. Und dann habe ich noch ebenfalls von der Sub-Challenge von Karl Mayer, Die Sturmkönige Teil 2, Wunschkrieg. Diese Reihe will ich ja auch schon seit Ewigkeiten fortsetzen. Ich weiß auch noch ungefähr, was im ersten Mal passiert ist. Ich denke, es wird möglich sein, hier im zweiten Band einzusteigen. Ich hoffe es. Schwer. Weil ich hätte jetzt eigentlich keine Lust, den ersten schon wieder zu rereaden. Ja, und das hat mir halt die Sub-Challenge beschert und die Gelegenheit möchte ich einfach nutzen, bevor ich jetzt irgendein anderes Buch lese, dann vielleicht doch mal diese Reihe fortzusetzen. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Achso, hier geht es eigentlich um so eine Art Tausend und eine Nacht-Welt und zwei Brüder, die sich eigentlich am Anfang des ersten Bandes nicht so gut verstehen. Ja, aber die dann gemeinschaftlich ja irgendwie für die Welt, in der sie leben, irgendwie kämpfen müssen. In dieser Tausend und eine Nacht gibt es auch magische Elemente. Es gibt fliegende Teppiche, es gibt Genies und ja, fliegende Pferde. Also es gibt verschiedenste Sachen und ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam erzählt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich habe noch zwei Keimeier-Reihen auf den Sub, beziehungsweise davon dann nur die ersten Bände. Aber ich möchte jetzt endlich diese Reihe beenden, damit ich mit den anderen Reihen weitermachen kann. Apropos Reihen weitermachen. Da hätte ich auch so einiges. Zum einen, ein großes Ziel dieses Jahr, die Ravenboy-Reihe zu beenden. Und zwar ist das hier der zweite Band, Wer die Lilie träumt von Maggie Stiefvater. Den ersten Band habe ich jetzt tatsächlich diesen Monat gelesen. Es war ein Reread, den hatte ich mir schon mal gelesen vor 100 Jahren. Ja, und seitdem möchte ich halt diese Reihe eigentlich fortsetzen. Ich werde jetzt halt im Oktober den zweiten Mal auf jeden Fall lesen, damit ich dranbleibe. Und dann habe ich nämlich noch November und Dezember für die nächsten beiden Bände. Und ja, vier Bände insgesamt. Und deswegen hat der auch oberste Priorität. Die werden allerdings auch immer ein bisschen dicker. Muss man jetzt mal so sagen. Also es hat 520 Seiten. Die ist der ganzen Sache natürlich auch nicht zuträglich. Aber ich fand den ersten Band wieder spannend. Es werden halt am Ende auch viele Fragen ja einfach gestellt, ohne beantwortet zu werden. Und ich erhoffe mir, dass jetzt im zweiten Band tatsächlich auch schon ein paar Antworten geliefert werden. Einfach damit man nicht so völlig im Dunkeln tappt wie ich. Also es geht ja tatsächlich um ja, Blue und ja, vier Jungen von einer Privatschule, die Englion bei. Und ja, diese vier Jungen, die suchen halt nach der
oder nach Leylinien, weil es heißt, dass auf diesen Leylinien irgendwo ein König schläft, der, wenn man ihn findet und erweckt, einen, ja, jeden Wunsch sozusagen erfüllen kann. Lou wiederum trifft halt im Laufe des ersten Bandes auf diese Jungs und schließt sich der Suche an, weil sie kommt ja, aus einer Familie von Wahrsagerinnen. Und sie hat aber selber leider keine übernatürlichen Fähigkeiten, ihre Mutter und ihre Tanten allerdings schon. Und ja, sie hat aber trotzdem eine Art Fähigkeiten, zwar kann sie die Fähigkeiten anderer verstärken. Davon hat sie zwar selber nichts, aber sie ist dann halt bei der Suche natürlich auch hilfreich. Ja, natürlich gibt es dann noch tausend und ein Ding und sehr viele sehr mysteriöse Dinge, die hier einfach passieren. Ja, es ist schon irgendwie was anderes. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, deswegen freue ich mich auf den zweiten Band und der hat auf jeden Fall eine sehr hohe Priorität. Wie eigentlich fast alles. Denn ich habe auch ein Reihenende. Und zwar Tulpen und Traumprinzen von Sonja Keiplinger. Das ist der dritte Band der verliebten Serie-Reihe. Ja, den zweiten Band habe ich jetzt auch gelesen und jetzt fehlt mir noch der dritte und auch den möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen. Deswegen habe ich mir den gleich für den Oktober vorgenommen. Die Reihe ist ja auch eigentlich sehr schnell zu lesen. Sie sieht relativ dick aus, aber das hat gerade mal irgendwie 310 Seiten. Sehr groß geschrieben, sehr leicht und locker und lustig. Also das ist mehr so ein Wohlfühlbuch für nebenher und zwischendurch. Und ja, deswegen, was mich hier wirklich interessieren würde, ist echt, wie man diese ganze Geschichte noch logisch auflöst. Da bin ich echt gespannt. Also es geht tatsächlich um ein Mädel, das auch noch nicht so ganz so alt ist, glaube ich 14 am Anfang des ersten Bandes. Und das wird in die Lieblings-TV-Serie ihrer Schwester reingesogen und spielt dann quasi damit. Und wenn die Serie halt vorbei ist, dann wird sie wieder in ihre reale Welt zurückgespuckt. Und das geht halt so eine Weile und mittlerweile hat sich so rauskristallisiert, dass sie halt irgendwie irgendwas tun muss in dieser Serie, um diese Serie abzuschließen und dann vielleicht den ganzen Spuk irgendwie ein Ende zu setzen. Aber wie das jetzt beendet werden kann oder was sie dafür tun muss, das war auf jeden Fall auch schon im zweiten Band nicht ganz klar. Also da warte ich jetzt auf den dritten Band, wie das Ganze sich jetzt auflöst und was da jetzt genau passiert und was mit der Serie passiert. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ausgeht und ja, ich kann auf jeden Fall die Reihe soweit empfehlen. Ja, dann habe ich noch mehr Reihenfortsetzungen. Zum einen habe ich mir mal wieder, das werdet ihr wahrscheinlich noch häufiger sehen, einen weiteren Band der Chronik von Amarit auf die Liste gepackt, und zwar Das dunkle Herz von Lancer von David B. Coe. Die ersten beiden Bände habe ich ja mittlerweile gelesen. Ich hatte echt so meine Schwierigkeiten mit den ersten beiden, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ein bisschen langsamer und ausschweifender erzählt. Aber warum ich jetzt den Band, das ist der dritte, jetzt auf jeden Fall auch noch gerne lesen möchte, ist, diese Fantasy-Welt besteht eigentlich so aus zwei Teilen, die auch relativ unterschiedlich sind. Also die erste Insel sozusagen ist so klassisch mittelalterlich fantasymäßig. Also es gibt kleine Dörfer, die Menschen leben von Landwirtschaft, es gibt kleine Städte und es gibt auch diese Magier, die durchs Land ziehen und den Menschen irgendwie helfen. Aber der zweite Teil von dieser Welt, der dann hier wahrscheinlich eine größere Rolle spielt, weil es nämlich auch schon so heißt, also Lancer, da gibt es tatsächlich so eine Art Technik. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so in Richtung Steampunk geht. Also ist auf jeden Fall mechanische Gegenstände und Gerätschaften gibt es dort und weniger Magie. Und ich bin halt schon gespannt, wie das so zusammenpasst. Also wie das Ganze, ja, diese Magie auf der einen Seite und diese Technik auf der anderen Seite irgendwie zusammenspielt. Deswegen möchte ich jetzt hier auch die Reihe noch fortsetzen, auch wenn mich jetzt die ersten beiden Bände jetzt nicht total vom Hocker gehauen haben. Das sieht ja immer so schön klein aus, aber es hat auch 420 Seiten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt diesen Monat gelesen bekomme. Ähnlich geht es mir eigentlich mit folgendem Buch, und zwar Extra Dunkel von Gabrielle Sevin.
Das ist der dritte Band der Schoki-Trilogie. Ich bin tatsächlich gerade den zweiten Band am Lesen. Ich hoffe, ich werde den diesen Monat noch beendet bekommen. Und das wäre dann tatsächlich auch der letzte von dieser Reihe, der mir noch fehlt. Und ja, das wäre natürlich ein Träumchen, wenn ich den auch noch gelesen bekäme. Ja, der ist, die Bücher sind tatsächlich auch nicht so, also die sind zwar, also die 24 Seiten, aber die Schriftgröße ist sehr groß geschrieben. Deswegen denke ich, da werde ich auch schnell durchkommen. Also in der Schoki-Trilogie geht es ja um eine Art Dystopie in einer Welt, die unserer zwar sehr ähnlich ist, aber man merkt, dass da einiges passiert ist. Unter anderem, ja, sind auch Lebensmittel und sowas rationalisiert worden und Schokolade ist quasi verboten und dann gibt es halt eine Mafia, die halt mit Schokolade handelt und unsere Protagonistin ist die Tochter so eines Mafia-Bosses. Allerdings ist der schon gestorben und ja, sie schwankt halt so ein bisschen zwischen der Mafia-Welt auf der einen Seite und der normalen Welt auf der anderen und außerdem muss sie sich halt noch um ihre zwei Geschwister kümmern und die Familie sozusagen durchbringen. Und es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte, wie sollte es anders sein? Also hier spielen viele Aspekte eine Rolle. Ich fand halt dieses Setting, diese Welt halt sehr spannend. Ich hoffe, da kriegen wir auch noch mehr, ja, einfach von zu sehen, sage ich jetzt mal. Ansonsten gab es ein paar Punkte, die mich schon gestört haben an dieser Welt. Das habe ich aber schon, als ich den ersten Band gelesen habe, schon lang und breit erklärt. Vielleicht, wenn ich den zweiten Band jetzt im September noch fertig gelesen kriege, werdet ihr das im Lesemonat dann hören, wie mir der gefallen hat. Und dementsprechend werde ich den lesen oder nicht, würde ich mal einfach so behaupten. Ja, da muss ich allerdings auch noch mit meinen Challenges weiterkommen. Sollte es anders sein. Und zwar habe ich noch ein paar Bücher von meiner 21 für 2021 Challenge übrig. Und zwar zum einen Der goldene Kompass von Philipp Pullman, den ersten Teil. Den habe ich mir tatsächlich, wenn es eben geht, als Hörbuch vorgenommen. Ich bin mal gespannt, wie das so vertont ist. Das ist halt eine sehr bekannte Kinderbuchreihe, so ähnlich wie Tintenherz von Cornelia Funke. Und ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Aber ich würde mich da jetzt gerne mal drauf einlassen, mal einfach gucken, was dahinter steckt. Ich lese ja auch Mittelweltbücher, also ja, ich kann mich da schon drauf einlassen. Ich bin mal gespannt, wie das vertont ist. Ich hoffe, gut. Also wenn ihr das Hörbuch schon gehört habt, sagt mir bitte Bescheid, dass es wirklich gut ist. Über Tintenherz hatte ich ja so meine Schwierigkeiten mit diesen Musik-Einspielungen zwischendurch. Das finde ich absolut furchtbar. ich hoffe, das gibt es hier nicht, aber ich habe so meine Befürchtung. Ja, aber das muss ich halt für meine Challenge noch lesen bzw. hören. Und ja, deshalb muss ich da mal vorankommen. Ich kann da echt zum Inhalt echt gar nichts sagen. Ich will mich jetzt auch gar nicht weiter informieren. Ich weiß, es geht um ein kleines Mädchen und um irgendeine Fantasy-Welt und glaube ich ihren Vater sucht oder irgendwas. Ich habe mal den Film vor 100 Jahren gesehen, aber davon weiß ich auch nichts mehr. So, dann habe ich noch ein Buch von dieser Liste. Und zwar Crown of Caesars von Nikki Paupreto. Das habe ich auch schon eine ganze Weile. Das war halt ein Old Crate-Buch. Ich glaube, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesehen. Also wenn ihr wisst, ob es das auf Deutsch gibt, würde mich mal interessieren. Mittlerweile sind alle drei Bände auf Englisch erschienen. Es ist also eine Trilogie und hier geht es tatsächlich um Phönix-Reiter und eine Fantasy-Welt. Ja, und tatsächlich auch um zwei Schwestern, die ziemlich unterschiedliche Begabungen oder Vorstellungen haben vom Leben und solche Konflikte. Ich hatte auch schon mal reingelesen, aber ich weiß da ehrlich gesagt auch nichts mehr von. Ja, also es soll halt sehr gut sein und ich habe da auch noch große Hoffnungen dran und deswegen muss ich das mal endlich lesen. Und es ist halt auf meiner Challenge-Liste. Keine Ahnung, dazu kommen. Who knows? Dann habe ich noch eine weitere Reihenfortsetzung und zwar The Golden Fool von Robin Hobb. Das ist der zweite Band der zweiten Weizsäger-Saga und ja, auf Deutsch heißt die, glaube ich, Die Erben des Weizsägers. Glaube ich. Ja. Also ich höre tatsächlich die Reihe auf Deutsch als Hörbuch und komme trotzdem nicht mit den deutschen Titeln klar. Sind mir irgendwie entfleucht. Macht aber nichts, also man kann sich das die deutschen Hörbücher sehr gut anhören. Und ich habe den ersten Band jetzt im September gehört und möchte halt
zeitnah mit den nächsten Bänden weitermachen. Und ich fand den ersten Band grandios übrigens. Das kann ich mal sagen. Also ich fand, sie hat das wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, über den ganzen Band einen Spannungsbogen zu ziehen, sodass das Ende auch wirklich spannend war. Und es gab halt auch einen kleinen Abschluss sozusagen, der aber trotzdem noch sehr viele Sachen offen lässt, wie es halt weitergehen kann oder könnte oder sollte. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den zweiten Band. Ja, mehr zum ersten Band werdet ihr dann im Lesemonat erfahren. Aber das wäre tatsächlich so mein Hörbuch des Monats Oktober. ja, also ich hätte dann wieder zwei Hörbücher. Mal gucken, wie ich das so hinkriege. Ja, aber ich werde tatsächlich, also den Band tatsächlich schon im September anfangen. Und deshalb habe ich so ein bisschen Vorsprung. Das sollte also hinhauen. So, dann habe ich noch ein Buch, was ich eigentlich auch unbedingt im Oktober lesen wollte. Weil das nämlich auch der zweite Band einer vierbändigen Reihe ist. Und genauso wie bei den Raven Boys, ich die Reihe natürlich total gerne dieses Jahr noch beenden würde. Aber man merkt, meine Leseliste ist lang. Und zwar ist das The Diviners, der zweite Teil von Libba Bray, Im dunklen Schatten der Träume. Auch den hatte ich schon mal gelesen, das wäre also auch ein Reread. Ich habe den ersten Band jetzt, wann habe ich den denn gelesen? Ich glaube im August. Im August habe ich den, glaube ich, gehört. Also ich habe das Hörbuch nochmal gehört. Ja, den müsste ich jetzt lesen, da gibt es leider kein Hörbuch mehr von und leider gibt es auch den dritten, vierten Band nicht auf Deutsch. Und dann möchte ich dann mit den englischen Büchern weitermachen. Die hat eine Freundin von mir auch, deswegen geht das eigentlich sehr gut hin. Und was ich halt sehr gut finde, also es spielt ja hier so im 20. Jahrhundert des, also in 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und es hat halt einen sehr gruseligen Touch. Also es geht um die Diviners, das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten, jetzt aber nicht so richtig auffällige, sondern mehr so ein bisschen versteckte. Also wir haben Ivy zum Beispiel, die hat die Fähigkeit, wenn sie Gegenstände anfasst, so ein bisschen in die Vergangenheit der Menschen zu schauen, denen diese Gegenstände gehören und was passiert ist, als diese Gegenstände auch vorhanden, also ne, zu der Zeit, wo die Personen diese Gegenstände auch in der Hand hielten. Und solche Sachen. Und im ersten Band gehen wir halt mehr so auf Geisterjagen. Das war schon ein bisschen creepy. Und das passt halt total gut zum Oktober. Und das habe ich jetzt eigentlich voll Bock, das zu lesen. Aber es ist tatsächlich nicht die höchste Priorität auf dieser eh schon ewig langen Liste. Ja. Träumen darf man ja. Und es ist natürlich auch ein fettes. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Es hat 77 Seiten den Dreh. Aber ich würde es gerne lesen. Ja, das war tatsächlich auch meine Leseliste, die eigentlich viel zu lang ist. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, welche dieser Bücher ihr unbedingt bevorzugen würdet oder welche Reihe. Ja, und wenn ihr schon welche davon gelesen habt, wie ihr die fandet und ihr könnt mich gerne mal ein bisschen unterstützen, für welches Buch ich mich jetzt entscheiden soll zum Lesen, weil ich werde es wahrscheinlich nicht alles schaffen. Also es werden 10 Bücher von 2 Hörbücher sind, das werden immer noch 8 Bücher und einige Sättige. Ja, das könnte schwierig werden, aber wie gesagt, ich konnte mich jetzt einfach nicht entscheiden, deswegen habe ich einfach alle auf die Liste gepackt und dann werde ich einfach mal schauen, was ich gelesen bekomme und ja, die anderen Bücher werden dann wahrscheinlich mit in den nächsten Monat geschleift werden und dann werde ich schauen, dass ich da ja, mit den Reihen auch vorankomme. Und ja, das war es von mir und dieser Liste. Ihr könnt gerne mal die Kommentare schreiben, ne? Welche Bücher ihr davon bevorzugen würdet. Und dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.